Hi, willkommen bei Game Hunter. Ich bin Patrick, euer Game Hunter. Willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Ich werde jetzt immer auf Twitch streamen und später dann es auf YouTube hochladen. Und als erstes Spiel für Twitch habe ich mir jetzt Deathloop ausgesucht. Es ist ja am Freitag, glaube ich, rausgekommen. Ist von den Arcane Studios und spielt mit der Zeit. Und ich möchte mir das gerne mit euch angucken. Das ist meine neueste Jagd gewesen und legen wir los. Let's go! So, ich hoffe, hier habe ich alles richtig eingestellt. Freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Twitch und später dann auch bei YouTube. Hoffe, dass so mit dem Ton das alles funktioniert. Ich werde im Spiel nochmal ein bisschen leiser machen. Oh, da, 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 da. Cloud. Ja, bei Twitch gibt es auch eine Kamera mit Facecam. Ich bin zwar kein Hübscher, aber das ist ja erstmal egal. Ja, alles klar. Ich werde es übrigens nicht im Multiplayer spielen, weil es gibt ja einen Multiplayer-Modus, wo ein anderer Spieler diese Frau übernehmen kann, die mich dann jagt und tötet. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Alle Dialoge, Untertitelgröße. Ja. Fortschritt automatisch, alles klar. Ja, hier schützt den Loop, da spielst du sie und invadest dann im Prinzip andere Spieler. Aber das möchte ich nicht. Wir wollen den Loop durchbrechen. Zum letzten Mal. Warum erinnerst du dich Ich nicht? weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Oh, du versuchst es ja nicht mal. Ich habe keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Okay. Was war das? Das war echt ein verrückter Albtraum. Ich sollte nicht so viel saufen. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Der längste Tag. Egal wer. Ey, ich wollte es lesen. Ja. So, gab's einen Moment. So. So, jetzt sind wir im Spiel. Drücke L3, während du dich nach vorne bewegst, um zu sprinten. Ja, okay, ja, typische. Ah, ich bin. Das ist mir zu langsam. Ich wollte sowieso nochmal nach den Audio-Einstellungen gucken. Nicht Gameplay, ey. Audio. Ich weiß nicht, ob jetzt das so gut ist, aber ich lasse es mal so. Auf 80. 80 habe ich gesagt. 80. Das können wir von mir aus ein bisschen lauter lassen. Das kann ich gar nicht umstellen. Hallo? Okay. So, ja. Und dann möchte ich noch Steuerung, die Empfindlichkeit ein bisschen hochdrehen. Machen wir mal 55. So. Ah, dürfte so gehen. Brich den. Den Loop brechen? Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh Mann. Springen. Wer bist du? Wer bin ich? Mein Name. Scheiße. Fuck!
Wie heiß ich, verdammt! Ist euch eigentlich aufgefallen, wer der Synchronsprecher ist von dem Typen, den wir spielen? Das ist Steve von Idris Elba, was ich schon mal ziemlich nice finde. Haben sie echt einen guten geholt. So. Du bist gerade aufgewacht und hast keine Ahnung, was hier los ist. Keine Angst, Plappermaul Frank ist für dich da. Hier ist der erste Song meines ersten Albums. Oh Junge, wie die Zeit verfliegt. Jetzt nicht mehr. Allen einen schönen ersten Tag. So, hey Baby, hast du mich vermisst? Oh, eine Pistole. Oder eine MP. Leichte Infanteriemaschinenpistole. Woher weiß ich das? Oh, okay. Waffen. Drücke R2, um zu schießen. Halte L2 gedrückt, um das Visier zu verwenden. Drücke zum Nachladen. Ja, wer weiß das nicht. Was willst du üben? Bisschen abdrücken, ja. Ich find's nur noch ein bisschen zu langsam. Geh mal auf 70 hoch. Hä, warum kann ich das jetzt nicht machen? Ich hab 70 gesagt. Gibt's für 10 extra noch, ja? Trigger-Effekte, ja, ist klar. Aber fürs Schießen gibt's nicht extra. Kamerawinkel. Nope. Dann lassen wir das so. Tür. Oh, großartig, natürlich. Okay, kommt mir bekannt vor. Wohne ich etwa hier? Hübsch. Merkwürdig. Siegel. Siegel sind von der Kraft der temporalen Anomalie auf Black Reef erfüllt. Gegenstände mancher verstärken deine Fertigkeiten und Attribute, mit anderen wiederum kannst du deine Waffen verbessern. Siegel von höherer Qualität besitzen stärkere Effekte. Du findest Siegel versteckt auf Black Reef oder bei Gegnern. Du kannst sie zwischen den Missionen ausrüsten. Okay. Was haben wir hier? Ah, das sind wahrscheinlich unsere Ziele, denn unsere Aufgabe ist es, auf dieser Insel, ich glaube, 8 Personen zu töten, um den Loop zu durchbrechen. Denn sterben wir, wiederholt sich alles von vorne. Und das gilt es zu verhindern. Und ja, schauen wir mal, wer unsere Personen sind. Juliana Blake, Bücherwurm, ziemlich stringfest, eiserner Rückgrat, 1000 Gesichter dank der Maskeradetafel. Okay. Ganz schön unheimlich. Und Dr. Wenji Evans. Brillante Wissenschaftlerin, macht nie eine Pause, überheblich, hab sie mir mit einer Tafel gesehen. Okay. Fia Zborowska, Daddys kleine Transportmanager, Magnatin, hält den Pinsel fest in der Hand, hat was alle brauchen. Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Hat die Verwüstungstafel, die reinhaut wie eine Dampfwalze. Okay. Ziemlich Genie, ziemlich Idiot, absoluter Nerd. Wegen der Teleporttafel ist er schwer zu erwischen. Charlie Montauk oder Montage. Komische Name. Harriet Morse. Selbsthilfeautorin, spirituelle Mentorin. Seit dem Absturz stimmt mit ihr was nicht. Plant im Hangar irgendwas. Verknüpft Leute mit der Nexus-Tafel. Egor Serling. Selbsternannter Wissenschaftler, eifriger Entdecker, Schwächling. Äther-Tafel macht ihn noch unsichtbarer als sowieso schon. Okay. Blabbermaul Frank Spicer. Verdammt genialer Musiker, hitziges Temperament und eine fiese Rechte. Keine Tafel, keine Fähigkeiten, aber ein echtes Adlerauge am Abzug. Und dann haben wir noch Alexis Dorsey. Reiches Arschloch, sein Anwesen auf dem Hügel ist eine Festung, schmeißt eure Partys, nennt seine Tafel Carnesi. Angeblich lässt sie ihm mit seinem Fleisch spielen. Okay.
Hatten wir jetzt alles? Gelesen. So. Kannst hier was umstellen? Zack. So. Genau. Zack, zack, zack. Wo muss man jetzt hin? Ich glaube da hoch, oder? Hier läuft noch alles. Oh. Ja, wie gesagt, mit Twitch-Stream über meine Aufnahmegeräte mache ich es eher selten. Das ist jetzt, glaube ich, sogar zum allerersten Mal, wenn ich mich nicht irre, oder zum zweiten Mal. Und ja, ich bin halt noch ein Anfänger. Ich bin ja auch kein Profi wie die anderen alle. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, öfters zu streamen auf Twitch. Also eigentlich fast nur noch. Auf YouTube wird es jetzt eher selten vorkommen, dass ich da noch stream. Abgesehen für Multiplayer-Spiele, denke ich mal, werde ich YouTube vorziehen. Und Singleplayer-Spieler wahrscheinlich eher auf Twitch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr YouTube und Twitch abonniert, wer möchte. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wie lange ich jetzt streame, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, das wird eine ganze Weile dauern. Und ja. Dann, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ich komme aus Thüringen. Das muss ich auch noch meine Infos stellen, reinschreiben bei Twitch. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn er mich jetzt begleitet bei Deathloop. Und legen wir los. Also jetzt richtig. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. Hacker Magic. Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das ist von mir, glaube ich. Hacker Magic. Hacke dich mit dem Hacker Magic in elektronische Geräte, um sie für dich zu nutzen. Visiere ein Gegner, Gerät an und halte L1 gedrückt, um es zu hacken. Die Lichter auf dem Hacker Magic zeigen deinen Fortschritt an. Manche gehackte Geräte können per Hacking. Alles klar. Ja, so wie ich es mitkriege, kann man sehr viel lesen in dem Spiel. Was. Ja, ich nicht alles vorlesen werde, sage ich schon mal gleich. So, Tür blockiert. Achso, ich soll. Ah, da. Ich soll hacken. So. So. Weißt du, du kennst den Code. Verdammt, ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Was zum... Ich denke mal, diese ganzen Schriftzeichen, die hier auftauchen, hat er sich alle schon selbst aufgeschrieben. Denn es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass er jetzt hier rumläuft. Okay, schweige denn das zweite Mal. Er wird das schon öfters gemacht haben. Cold! Hey, heiße ich Cold? Das... Hier haben wir visionäre Hinweise... Entdeckung. Scheint 4 Gebiete zu geben. Ich weiß auch mit verschiedenen Tageszeiten, das weiß ich auch. Wo sich auch die Gegner verändern und auch manche Türen nur zu gewissen Öffnungszeiten, also Tagzeiten aufmachen. Muss er sein, oder? Und fühlt sich irgendwie fremd an. Trotzdem mit dem Ziel noch nicht so ganz einverstanden. Das geht alles so langsam. Hier steht auch Visierempfindlichkeit. Gott, bin ich blind. Mama, hör hier. Mama, 25. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, können wir so lassen. So. Hier brauche ich anscheinend einen Code, den ich nicht habe. Du kennst den Code. Vielleicht sollte ich diesen Code suchen. Vielleicht, ja. Würde ich mal stark vermuten. Okay, Cold. Suchen wir mal diesen Code. Was sag ich, das Wasser schadet, tiefes Wasser tötet. Am besten gehst du gar nicht schwimmen. Ah, kalt! Ah, weil es kalt ist. Okay.
Scheiße. Das ist sie. Hat vor, den Loop zu brechen und damit sein Versprechen an das Aeon-Projekt. Also, folgt dem Protokoll. Schüttet die Visionäre. Tötet Kurt. Ein erfüllender Tag. Ja, das klingt gar nicht gut. Ach, rutschen kann man auch. Ja, es spielt sich auf jeden Fall sehr wie Dishonored. Man kriegt ja auch solche Fähigkeiten. Hoch mit Dynamit. Am Tag und wie bei in Dishonored. Der Nacht sing ich das Lied. Ich komme viel. Gegner ausschalten. Drücke beim entsprechenden der Aufforderung R1, um einen nichtsahnenden Gegner flugs auszuschalten. Du kannst dies mit einer Schusswaffe oder mit bloßen Händen tun. Oder R1 tippen, um deine Machete zu ziehen. In der Hocke bewegst du dich leiser. Also drücke ja, okay. Wiedergänger, Baby! Jemand braucht gleich nen Verband. Ich halt mein Messer ganz fest in der Hand. Frank Spicer, Ladies und Gentlemen! Frank Spicer! Frank! Spicer. Das ist nicht sein richtiger Name. Wow, einfach verschwunden? Das war zu einfach. Ist nicht mein erstes Mal, oder? Ah, aber Gegner können die Schattenspuren wahrnehmen. Ah, okay. Jetzt hättest du das Schleichen ja ganz leicht gemacht. Das ist da ja eigentlich. Ah, okay. Ja, dann lassen wir das lieber so. So, okay. Ich verstehe die Steuerung. Geht's hier lang? Ja. Fuck! Kann mich nicht erinnern. Morgen sind sie wieder da. Okay. Ist da noch irgendwas zu finden? Nee, wa? Hier ist noch Munition. Brauche ich nicht. Doch, brauchst du. Fokus. Drücke Steuerkreuz unten, um Gegner mit einem Symbol zu markieren, das die Art der von ihnen verwendete Waffen anzeigt. Beide markierte Gegner im Auge, um ihre Patrouillenrouten in Erfahrung zu bringen. Halte unten gedrückt, um auf Gegner zu fokussieren und mehr über sie herauszufinden, zum Beispiel die Vorgehensweise im Kampf, ihre Aufmerksamkeit und Hinweise zu eventuell mitgeführter Beute. Eternalisten mit besonderen mächtigen Ausrüstungen verströmen sichtbar Kraft. Nutze Fokus, um mehr über sie zu erfahren. Okay. Ja. Schwingt gerne ein Schwert, denke heute nichts passieren wird, einfache Ausstattung. Ich bin nur ein Biologe. Gregor, auf dieser Scheißinsel gibt es keine Pflanzen. Das hat funktioniert. Okay, Gregor, hör zu. Wenn du ihn siehst, benutzt das Druckgerät. Er ist irgendwo da unten. Das wissen wir nicht. Und jeden Morgen wache ich neben euch Idioten auf. Naja, wenn was Schlimmes passiert, ist morgen auch noch. Das war's? Okay. Und jetzt machst du dir einfach einen Kaffee? Ich mag Kaffee. Scheiße. Was ist mit Mikael? Der besoffene Idiot, der auf mich schlägt, war der komm mal hierher. Hast du das gehört? Ah, dann kannst du ablenken, okay. Verschwende nicht meine Zeit. Was ist das? Mir geht's gut genug. Oh, Heilung. Oh fuck, da stimmt was nicht. Eins die Zeitverschwendung. War das, um wen geht's nochmal? Hallo? Scheiße! Hier! Ja. Ah. Wer bist du? Okay. Hallo? Hallo? Ich,
Ey, stopp. Das spricht hier über einen Controller, das ist schlecht. Denn das höre ich ja nicht, wenn ich Headset auf habe. Wo ist denn das jetzt? Habe ich davon irgendwo gelesen? Also hier irgendwo. Mission mit linker Handstahl, Mission Maride. Was bei Steuerung? Hier, Controller, Lautsprecher. Nein. Oh. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Du bist zurück. Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas verschwommen. Was weißt du noch? Ich heiße Colt. Von mir? Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese Loop-Sache. Du willst den Loop brechen, richtig? Ja. Denke schon. Also, wenn du nicht versuchst, ihn zu brechen, bringe ich dich einfach um. Immer und immer wieder. Immer und immer brutaler. Bist du es tot? Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. noch da? Das hast du noch nie gesagt. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Die beiden Fetzen. Bin echt mal gespannt auf die Auflösung der ganzen Geschichte hier. Gibt's noch was? Sieht nicht so aus. Gehen wir mal rein. Mach doch mal keinen Stress. Brauche ich nicht. Wecker. Oh, schönes Haus. Scheinbar gibt es ja nichts zu finden. Ein Arcade-Automat. Kann man nicht viel machen. Wo ist denn die Bibliothek? Brich den Loop. Okay. Bin in der Bibliothek. Was du auch tust. Nicht den Hebel ziehen. Halt! Was? Hallo? Fuck. Na schön, ich zieh den Scheißhebel. Ja, aber klar. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Oh, Scheiße! Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird? Was ist das denn? Karnesie? Jetzt kommst du mir wieder so. Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht. Du undankbares Arschloch, aber... Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Warum tust du das? Was habe ich dir je getan? Oh, du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht's damit aus, ha? Ich kenne den Code nicht. Also ich soll springen. Okay, dann mal los. Bin ihr ernst? Okay. Machen wir das mal. Willst du mich verarschen? Bist du... Hör zu! Ich? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon los? Was zum... Ich zieh mich hoch! Mann, bist du schwer! Die Black Reef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Was? Ich lass jetzt los. Stopp, nein, warte! What the fuck? Nein! Au.
Das habe ich, glaube ich, nicht überlebt. Nope. Ja, hab mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Okay, Postkarte besorgen und vom Strand weg. Also startet man morgens immer hier am Strand wieder her. Oder wie habe ich das zu verstehen? Gleicher Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Brauche ich nicht. Immer mitnehmen. Ich hätte gedacht, das würde man behalten, was man einsammelt, aber anscheinend nicht. Scheiß doch einer die Wand an. Abdam. 2-2, okay. 5-3. Brechen wir ein paar Loops. Wirst du den Loop brechen? Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen? Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. Wo willst du anfangen? In Abdam. Natürlich. Ah, ich könnte doch theoretisch auch wieder hier rein, gell? Ja, wäre möglich. Aber ich gehe mal hier durch. Automatisch vervollständigen, das ist ja gut. Muss ich nicht eingeben. Guten Morgen, Black Reef. Hier ist Juliana Blake mit einer wichtigen Durchsage. Ich habe gerade erfahren, dass Colt uns verraten hat. Bis er tot ist, werden alle Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Also, bringt ihn schnell um, okay? Und nicht vergessen. Streelag Sprengwandler. Der Streelag Sprengwandler ist ein vielseitiges einsatzbares Sprenggerät mit drei Konfigurationen: Granate, Annäherungsladung und Stolperdrahtmine. Drücke nach links, um den Sprengwandler auszurüsten. Halte gedrückt, um einen bestimmten Modus auswählen. Granaten, ja, okay, den Rest kann sich ja jeder denken. Oh, Scheiße, ich brauche mehr Munition. Granate, Annäherung. Okay. Du brauchst mehr Munition, mehr Granaten, meinst du wo? Mal kurz was umstellen. Oh. Geht gleich weiter. Ja. So. Kann weitergehen. Was haben wir denn hier? Tafel. Warum steckt das in der... Wow. Was zum... Wow. Okay, soll das passieren? Oh, kalt und seltsam. Reprise oder Reprise. Diese geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir die Reprise-Fähigkeit, die dich nach dem Tod ins Leben zurückholt. Allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop. Und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne sie die im vorigen Loop gesammelten Ausrüstung auf. Nach einer Rückkehr per Reprise bist du einige Sekunden lang nahezu unsichtbar. Nutze die Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reprise wird beim Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay. Also okay. Hat man im Prinzip zwei Leben. Dann los. Drei. Jetzt hol die Antworten. Ja. Deathloop.
meist überlebt. Hier sehen wir nochmal so eine Art Zusammenfassung, was wir an Hinweisen gefunden haben. Okay. Ausrüstung gesammelt. Alles klar, willkommen bei Deathloop. Hier ein paar Tipps für den Einstieg. Okay, ja, wie gesagt, ich werde nicht alles vorlesen, weil das ist in dem Spiel einfach zu viel, deswegen. Ich denke mal, die meisten sind so schnell wie ich im Lesen, also können sie es schön mitverfolgen, ne? Schwer zu kapieren hier. Das ist ja so ein halbes Rollenspiel hier. Ja, ich habe leider noch keine andere. Ja, verstanden. Dann gehen wir mal nach Updam. Oder Updam. Wie auch immer das heißt. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square. Ich hab gesagt, du sollst was anderes machen, Kurt. Und du gehst nach Updam? Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras oder? Der Turm empfängt deine Position. Und tu nicht immer so überrascht, als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Erster Stock. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfhahn zeigen. Ein anderer Colt. Ich bin fertig mit dir. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Ich mag die Jacke. Wir haben hier eine Karte. Karte des Tristat, Updam, hier ist alles über diese Tunnel verbunden. Polarsee. Pass auf dich auf. Der Tod ist hier gestorben. Warte mal, was ist hier drüben? Der Tod ist hier gestorben. Aber ich glaube, es ist egal, welche Tür ich nehme. Ich nehme einfach mal die jetzt hier. Spiele auf deine Weise. Es gibt viele verschiedene Arten, mit Gegnern und Hindernissen und Black Reef fertig zu werden. Kämpfe umgehen, schleichen oder listiges Vorgehen. Warte versteckt auf das Ende eines Gesprächs, um deine Gegner zu isolieren. Um möglicherweise neue Informationen zu erhalten. Stelle Fallen und locke deinen Gegner mit Geräuschen an. Du kannst natürlich auch wild drauf losballern, solltest in dem Fall aber auf mögliche Verstärkung vorbereitet sein. Okay, ja. Das ist das Gute an dem Spiel. Man kann machen, was man will. Also die Vorgehensweise. Ich soll jetzt anscheinend zur Dorsey Square. Erster Stock. Dann gehen wir doch mal gleich dahin. Manchmal ist es einfacher, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, als ihn zu führen. Drücke Kreis, um dich leise. Ja. Achsen keine. Ja. Ey! Wie hat er das überlebt? Ich werde jetzt, glaube ich, hier erstmal hingehen. Ja, dachte ich mir. Flasche. Werfen R2.
Nun, besser ein falscher Alarm als ein richtiger. Könnt ja mal wenigstens danach sehen, was das war. Also, jemand anders kann sich drum kümmern. Seid ja faul. Was? Müssen denn ja gleich beide gehen? Hallo? Gib doch auf! Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es eigentlich machen wollte. Waffen wechseln. Halte 3 gedrückt, um Ausrüstung der Haupthand zu öffnen. Ja. Beidhändig, ja. Mir schon klar, hab ich schon mitgekriegt. Das ist eine Schrotflinte. Okay. Was ist das? Was ist das? Damit kann ich scheinbar noch nichts anfangen. Hier brauche ich einen Code. Hab ich nicht. Oh, ich fleh dich an. Nicht gierig werden. Brauche ich nicht. Feuerwerkskörper, was ist denn damit? So. Könnte jetzt aber mal Heilung gebrauchen. Da ist eine Kamera. Oh, was zum Heilen, das ist gut. Magazin ist voll. Oh. Zum Ablenken. Was denn? Das ist wie ein erhitzter Gullideckel. Macht mir aber keinen Schaden. Okay. Lass mich raus. Toll. Pünktlich zum Loop was verkommt. War's aber wert. Will direkt töten. Oh, das ist noch eine. Selbst der Schlaf, dieses Gesicht. Hm. Naja, die Aufmerksamkeitsspanne ist ziemlich, gering von denen. Sehe ich auch so. Woher soll man wissen, wann es genug ist? Ich meine, wann endet das Ganze? Verstehst du? Also doch, keine Lieferung. Scheiße. Ich dachte, dass du dich so rausgehst. Der Alarm wurde ausgelöst. Reinste Zeitverschwendung. Ja, hier gehen wir mal noch nicht rein. Ich denke mal, hier bin ich noch viel zu früh. Versuchen erstmal zu der Dörsee da zu kommen. Ah, zu meiner Wohnung, okay. Was haben wir hier? Feuerwerksboutique.
Aber damit kann ich leider noch nichts anfangen. Hier ist noch sowas. Gleich wie eine Flasche, okay. Was? Frankie ist das Originalteil. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Früh aufwachen ist die halbe Miete, Schätzchen. Dann setze ich einen Fuß vor den anderen, wie jeder andere auch. Was ich zutiefst bedauere? Weißt du, wenn du dein Leben lebst, machst du den ein oder anderen Fehler. Und ich lebe das Leben. Ich habe ganze Schränke voller Bedauern. Aber ich fühle nicht drin rum und betrachte mich dann im Spiegel. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Das war wohl... Scheiße, keine Ahnung. Aber da war dieser Auftritt. Ganz, ganz am Anfang. Irgendeine Bar am Arsch der Welt. Kaum Leute da. Aber die Leute, die da waren... Die waren da mit Leib und Seele. Es wurde getanzt. Es wurde geweint. Einmal die Emotionsleiter rauf und runter. Da wusste ich, dass wir es drauf haben. Okay. Als Privatnachricht, Frank. Ganz neue Nachricht. Ja, das lese ich nicht alles vor, also. Da bin ich ehrlich gesagt echt zu faul dafür. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu meiner Wohnung. Oh, Selig, alles Gegner. Ach, an mir kommst du nicht vorbei. Boah, das ist gerade die Dame, die uns killen will. Was? Hab den ganz schön brutal. Vor allem der Sitzahnung kriegt nichts mit, gell? Das ist für eine Waffe, oder? Ah ne, das ist auch die Schrotflinte. Okay, wir müssen jetzt hoch, oder? Ah, das ist dahinter. Kugeln gratis. Dorsey Square, erster Stock. Oh, Mist, vielleicht gibt's einen anderen Weg rein. Wahrscheinlich oben rum, wa? Was haben wir hier? Ja, man kann schleichen, man kann aber auch Rambo-Style machen. Tja, scheiße. Du musst höher. Finde einen anderen Weg. Geh mal einfach mal hier lang. Hier soll ich also wohnen. Bin ich so verklemmt? Also man muss hier echt verdammt viel lesen, ey. Freunde. Wer verdammt ist Frank? Der Vierpfünder. Gehe ich denn in meine unterschiedliche Qualitätsausrüstung? Ups. Graue Waffen, türkise Waffen, lila Waffen, goldene Waffen. Okay. Wie ein Loot-Shooter halt. Ist hier irgendwas? Nee. Als sie lesen sich gerne selbst.
Okay. Noch so ein Scheißcode. Den hab ich leider nicht. Oh, ist ja noch eine Waffe. Wie nützlich. Damit mache ich Nägel mit Köpfen ohne lautes Gehämmer. Haha, ja. Wow. Eine leise Pistole. Nett. Hat aber leider nur 27 Schuss. Okay. Gibt's noch irgendwas? Hey. Warum hängst du? Kein Schuss, Kopftreffer sofort tödlich. Ja, der hat jetzt nachgeladen. Okay, ich verschieße einen Nagel, aber er lädt eine ganze Hand voll. Interessant. So, hier dran soll ich, okay, na dann. Wow, hübsch. Gib niemals auf, Leila. Gib niemals auf. Niemals. Gott, muss man hier viel lesen, ey. So, bla 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 bla. Kurz hier, nicht mehr lange. Warte, alles klar. Mann, mit denen stimmt was nicht. Praktisch hin da. Okay. Ich mach ständig Komplimente. Du hast einen tollen Preis. Der Loop wird von einem Kontrollraum ausgesteuert. Das ist zu einfach. Viel zu einfach. Das kann doch nicht wahr sein! Jemand beim Dorsey Square? Dann blast ihm endlich sein beschissenes Hirn raus! Bang, bang, boom! Jetzt Besuch, ja? Du bist in Uptown fertig fürs Erste. Dein nächster Halt, der Komplex. Du kannst Uptown weiter erkunden oder dich zum Ausgang begeben. Da du später noch reichlich Gelegenheit haben wirst, nach Uptown zurückzukehren, musst du nicht unbedingt jetzt schon jeden Winkel erkunden. Wenn du stirbst, bevor dieser District verlässt, startet der Loop neu und Colt verliert alle nach dem Betreten von Uptown gesammelten Waffen und Siegel. Da Colt hier allerdings erfahren hat, was er wissen musste, geht es direkt weiter zu deinem nächsten Ziel, dem Komplex. Ja, dann können wir jetzt auch eigentlich raus. Hallo? Da war was. Ich will nicht ohne mich. Können wir auch ein bisschen Action machen? Oh, sind das viele. Nee, wir machen keine Action. Wir flüchten mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die mir hinterher folgen. Oh, jetzt ist auf einmal alles leer. Ah, eine coole Waffe. Gehen wir mal zurück. Sind wir jetzt erstmal fertig fürs Erste. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel und sind damit mein Weg in den Komplex. Ja, nichts mehr weg hier. Loop-Kontrolle. Thank you.
hast überlebt. Fußsatz und allein ist noch weniger Schaden. Okay. Ja, und die zwei haben natürlich hier zwei Plätze, weil sie türkis sind. Die Kugel da in der Mitte hat irgendwie das Gefühl, dass sie für den Loop verantwortlich ist. Missionsdetail: Die Distrikte auf Black Reef verändern sich im Laufe des Tages. Hier kannst du dir zu einer bestimmten Tageszeit entdecken, Gelegenheiten und Geheimnisse eines Distrikts ansehen. Außerdem kannst du mehr über verwundbare Visionäre erfahren, die sich häufig in dieser Gegend aufhalten. Wähle ein Ziel mit einem rautenförmigen Symbol aus, um es mit einem Markierer nachzuverfolgen. Okay, was haben wir hier? Entdeckungen sind an Tageszeiten und Distrikte unterteilt, auf die sich jeweils beziehen. Wähle eine beliebige Entdeckung mit einem rautenförmigen Symbol, um eine Markierung zu aktivieren, die dich zum Ort dieser Entdeckung leitet. Entdeckungen, die sich auf den Bereichen des Loops oder finde spezielle Ausrüstung beziehen, findest du im Menü visionäre Hinweise. Alles klar. Okay. Sali, aha. Ja, das sollte ich jetzt noch nicht machen. Okay. Lass mal Ausrüstung verwalten. Dann gesammelt Waffenteil, Spiegel zusammen. Ja, das hat man ja auf jeden Fall. Wir können jetzt hier noch das reinmachen. Wähle eine Waffe oder Tafel, um sie auszurüsten. Markierer. Ja, das müssen wir doch nicht tausendmal sagen, aber ich habe keine Tafel mehr. Ach Gott. Die Pistole, die ich hatte, die dieses Ding hatte, das verliert man dann auch theoretisch dann, wenn man sie wegwirft. Ja, natürlich doof. Das ist natürlich blöd. Na gut. Was haben wir hier? Dokumente. Hinweise sind die wichtigsten Informationen auf Black Reef. Sie sind der Schlüssel, um die Visionäre zu besiegen und den Loop zu brechen. Jeder Hinweis bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deinen Gegner zu bezwingen. Code behält in den Hinweisen enthaltenen Entdeckungen über Loops hinweg. Wähle einen Hinweis aus, um Markierungen zu aktivieren, die dich zu deinem Ziel führen und zusätzliche Hilfestellungen in der Missionsauswahl zu erhalten. Alles klar. Den Komplex gibt es ein Loop-Kontrollzentrum. Klingt ausgefallen und nützlich. Okay, na, dann müssen wir jetzt halt das machen. So. Dann werden wir jetzt den Komplex betreten. Zur Mittagszeit. Die Besten und Klügsten von Black Reef kümmern sich nicht um die Sturmwolken über ihren Köpfen. Es sind alles nur Daten. Na dann, auf zum Komplex. Kannst du nicht mal aufhören, mich zu nerven, Julie? Juliana. Mir ist das sowas von scheißegal, wie du dich nennst. Früher nicht. Tja, wir waren mal Freunde. Kannst du nicht. Oh, befiehlst du deshalb allen, mich umzubringen? Ich bin die Einzige, die mit dir redet. Was sagt dir das? Dass ich den falschen Umgang habe. Okay. Kontrollzentrum. Abschalten. Der war gut. Kontrollzentrum abschalten. Das können wir gleich mal machen. Aber erstmal wollte ich mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Weil man kriegt ja auch wie bei Dishonored solche Fähigkeiten mit Teleportation und alles und Scheiß. Aber dauert wohl noch. Ich denke mal, die kriegst du bestimmt auch erst, wenn du wenn du so einen Visionär erledigst. Also Kopf runter. Hab ich. Zum Sterben schön. Das Graffiti ist hier oder was? Hm. Oh. Also die Kugel ist, denke ich mal, dafür verantwortlich, dass es überhaupt diesen Loop hier gibt. Vorsicht, falsche Richtung. Steuerung im anderen Bunker. Sind die hier so stark oder was? Wow, das war ziemlich laut. Was? Ich sagte, die Explosion war laut. Was? Ich sag das BOOM! Ey, ich verstehe kein einziges Wort, Mann!
Sprich lauter, verdammt nochmal! Was war das? Wo ist dein Geschütz? Ah, sieht so aus. Da sollte ich mich erstmal fernhalten. Das heißt, wir gehen mal hier links rum. Ist hier hinten noch irgendwas? Ja, okay, da wäre ich auch rausgekommen. So kalt wie du. Oh, ich kann hier auch lang. Auf leisen Sohlen. Direkt davor und direkt drin. Ah, okay. Man kann auch die einfach mal umschleichen. Nur das Ding macht mir da ein bisschen Sorgen. Sensoren. Wenn die Sensoren entdeckt, alarmiert er Gegner im Gebiet und aktiviert die Sicherheitssysteme in der Nähe. Zum Glück kannst du Sensoren hacken. In dem Fall wird deine Position nicht mehr durch sie erfasst. Oh. Ja! Frech. Ja! Hat das jemand gehört? Anscheinend nicht. Ja. Ah. Pack dich das Ding. Fahrstuhl. Was gibt's hier oben? Automat. Brauche ich nicht. Nee, ich bin voll. Brauche ich wirklich nicht. Hier ist wieder so ein komischer Heizungsding. Das könnten das Teleporter sein? Kann ich mir gut vorstellen. Ist auch kein Fahrstuhl. Den Ausschalter finden. Warten, bis die auch fertig sind mit Reden. Dann bewegen die sich, denke ich mal. Und dann kann ich es dann vielleicht einzeln ausschalten. Ach komm schon. Was? Morgen bist du zurück. So willst du deinen ersten Tag verbringen? Man kann hier doch nichts erreichen. Sie macht ja eh alles selbst. Wir arbeiten in einem besseren Thermometer. Ich habe noch gar keine Schüsse. Dritter Grundsatz. Schütz den Loop. Und das macht Spaß. Huch, das tat gut. Der VN-Wert beträgt 6465537,55. Endlich. Jetzt bewegen sie sich nämlich. Okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Ja, wird ganz groß markiert. Ich will trotzdem hier nochmal rumgucken. Können wir auf jeden Fall schon mal heilen? Mir geht's gut genug. Also eine Tafel könnte ja hier auch noch irgendwo rumliegen, ne? Hier gehen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Jo. Nicht gierig werden. Aber warum das denn? Tür blockiert. Das Ding hat wohl keinen Strom. Ja. Würde ich auch sagen. Da sind
Zettel. Juliana will's abschalten, also will ich das nicht. Wie viele Informationen du hier auf einmal kriegst. Oh. Ja gut, dann gehen wir mal zum Hebel. Oh, das Ding da schaut irgendwie wichtig aus. Ja. Was zum... Schon wie eine Bombe. Ihr wollt mich wohl verarschen. Also dann brauche ich eine Scheißbatterie. Was auch immer das Mistding ist. Magazin ist voll. Okay, du hast Saft. Also leg mal los. LEP. Okay. LEP klingt wichtig. Hat Chaospotenzial. Eher holen wir uns das LEP. Du hast bereits gefunden, was du brauchst. Du kannst dich ruhig noch ein bisschen umsehen oder zum Ausgang gehen. Du kannst aber auch später zurückkehren. Naja, gibt es eigentlich so viel zu entdecken. Scheint auch ziemlich groß zu sein, kann das sein? Hier ist wieder so ein Objekt. Aber ich muss mich jetzt auch nicht mit allen anlegen, ne? Deswegen... Yo.
möglicherweise Personen gesichtet. Quatsch. Oh, was hat denn die hier? Aus. Oh ja. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Es sind überall diese Gegenstände, die so komisch leuchten. Hätte auch den Turm die erledigen lassen können, ne? Hä? Deaktivieren, nö. Haben die jetzt irgendwas fallen lassen? Ich glaube nicht. Was ist das? Ja, wahrscheinlich nur zur Ablegung. Wir brauchen mal einen Code. Was stand da? 40 mm, was? Dann gehen wir mal zurück. So, dann zurück ins Hauptquartier. Einige Hinweise, die wir nachgehen können, ne? Aber ich würde da erst gerne etwas stärker sein. Was war das hier? Ich bin dann mit dir mit leichter Verzögerung. Machen wir jetzt Nachmittag. Ja, jetzt könnte ich natürlich hier ein paar Hinweise nachgehen. Ich meine, das hier ist ja schon ziemlich interessant. Kann ich das irgendwie markieren? Nee, warte mal. Das ist ein bisschen näher. Ups. Verdammt. Kann ich das nicht irgendwo markieren? Symbol. Mit einem rauteförmigen Symbol. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Also mal eine Primär, Sekundär und eine zweite. Siegel habe ich nichts. Hier habe ich jetzt nur das hier. Können wir mal auskosten. Ich habe eh nur drei. Und hier kann ich jetzt auch nichts machen. Fähigkeiten habe ich noch nicht. Das ist Reprise. Okay.
Man kann sich die hier gar nicht markieren, kann das sein? Nicht wirklich. Die Fahrstation befindet sich auf dem Parkplatz im Außenbereich des Komplexes. Ha. Gut, Leute, jetzt haben wir. Oh, machen wir noch eine Mission? Wir machen noch eine Mission. Zum Nachmittag. Also gut, was hast du heute gelernt? Wolltest du eine Antwort? Ich will wissen, ob du herausgefunden hast, wer du wirklich bist. Das ist leicht. Ich bin ein Trinker, manchmal ein Säufer, Mann der Insel. Alle kennen mich, alle hassen mich, geschickt mit einer Knarre, bin humorvoll, hab Stil und... Warum tragen hier alle scheiß Masken? Du hast dein kleines Hackamer-Dings vergessen, aber du schaffst das schon. Hackamer-Jig. Und ich hab's satt, nach deiner Pfeife zu tanzen. Jetzt bin ich am Zug. Okay. Alle einsteigen. Tutu. Lass den Quatsch, ich hab... Ach, vergiss es. Nächster Halt, Sicherheitsbüro. Tut, tut. Da fetzt der Junge. Das ist schon cool. Da lang. Oh, jetzt schneit's. Ah, hatte ich ja nicht eine Mission? Ja, hier brauche ich wieder einen Code, den ich nicht habe. Brauche ich nicht. Ja. Nee, die Flasche nicht. Hier ist noch so ein Objekt, mit dem ich leider noch nichts anfangen kann. Schade eigentlich. Ja, da ist noch eins. Hier sind überall die Dinger rum. Was steht da? Die Straße runter. Das brennt nur ganz kurz. Was brennt? Wasser getrunken wieder vor dem Herrn, ey. Ganz da hinten muss schön. Sieh mal, lang geht, ey. Was hast du für eine Waffe gehabt? MG1, Pfeffermühle. Und MG, ja, nee. Kommen die jetzt eigentlich alle her? Von hier? Ja.
was hat der Rauch zu bedeuten? Kalt. Also keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe, aber ich laufe einfach mal hier lang. Als Feuerwerkskörper brauche ich nicht. Wo sie überall lang geht, ey. Map ist doch größer als ich dachte. Ich meine, gut, ich muss ja jetzt auch nicht hier hin unbedingt, aber. Da ist ja auch noch einer. Ich hab schon einen Schuss. Die halten ganz schön aus, die Jungs. Weil ich ja 2 gedrückt habe bei der Machete. Ah, okay. Ja, dann war es mein Fehler. Hebel, ohne Strom. Bring nichts als Ärger. Eck braucht Strom. Reprise, dieses kleine Metallstück scheint dir zu gehören. Das hat man schon. Weil es ist doch klüger, erstmal der Story zu folgen, bevor man mal ein bisschen mehr Fähigkeiten hat und so. Bevor man hier auf eigene Faust alles erkundet. Gehen wir mal den Weg zurück, den wir gekommen sind. So. Oh,
ist gar kein schlechter Groove. So. Nicht ein. Oh, sterbt der mal. Ja, viel hält man nicht aus. Jetzt leben jetzt. Das ist nicht so cool. Bin ich denn jetzt? Müssen wir wohl taktischer vorgehen. War jetzt nicht so cool, dass der scheiß Geschütz mich entdeckt hat. Noch so ein Objekt. Okay, ich habe kein Leben mehr. Das ist kacke. Das heißt, wir müssen hier mal zum Schluss kommen, sonst darf ich alles nochmal neu machen. Ja? Ballistikgeschütz. Oh, das ist deaktiviert. Was tragen? Tragbares Geschütz. Okay. Munition wäre jetzt nicht schlecht, gell? Okay. Muss dann hier wohl irgendwas hacken? Ah, ich kann durch Glas hacken. Ach hier.
Es heißt Mr. Hackamajig. Mister, ganz wichtig. Okay, LEP. Wo ist das LEP? Ja, boah. Ich glaube, hier ist eigentlich jetzt mal ganz cool, aber das hier klingt leckerer. Da liegt noch so eine Scheibe. Die nehme ich doch gerne mit. Hier ist noch ein Zettel. Ja, da haben wir jetzt vorgeschlagen, Änderung, was. Sicherheitschef! Kein Wunder, dass sie mich umbringen wollen. Yep. Scheiße! Nicht gierig werden. Aber warum das Magazin ist voll. Was steht da? Wo ist der Tresor? Oh, gute Frage. Ah, hier. Ah, jetzt habe ich auch die Zahlen für den Code in meinem Zuhause. 6522. Das lassen die einfach mal hier so rumliegen, ne? Muss man nicht verstehen. Auf Bergrave gilt, Wissen ist Fortschritt. Häufig musst du daher mit neuen Informationen an einem Ort zurückkehren. Nachdem du den Code für den Tresor gefunden hast, kannst du zum Beispiel zu deiner Wohnung in Abdam zurückkehren und das Schätzchen öffnen. Moment mal, das LEP ist von mir? Das heißt, es ist in meiner Wohnung. In Scheiß Abdam. Da ist jetzt die Tageszeit anscheinend egal, oder? Aber ich nehme mal den Koffer hier mit. Wobei, gibt es hier unten noch irgendwas? Geh mal außen rum. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Und ich denke mal, das wird mein Tod sein. Deswegen gehen wir hier mal nicht lang. Wenn du mich fragst. Deswegen nehmen wir denselben Weg, den wir gekommen sind. Warum ist sie hier? Mir geht's gut genug. Bin ich doch selber, oder? War das vorhin auch schon da? Oder ist es mein Tod gewesen? Wer weiß. Zack. Jetzt sind wir hier unten. Da lang. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas Interessantes von Wert? Ja, Zapfhahn. Trinken kann ich leider nicht. Ja. Okay. Na gut. Dann. Ach, hier geht's gar nicht lang. Verdammt. Ich dachte, ich könnte hier lang gehen. Immer doch außen rum. Verlassen, also kann ich es doch nicht zu der Tageszeit machen. Okay. Dann. Fürs Buben. Mein bester Freund jetzt in dem Spiel.
schnipp, schnapp, ab. Kann ich da hoch? Ja, kann ich, aber bringen tut mir das jetzt nicht allzu viel. Gut. So, die Frage, wo ich jetzt hier rauskomme. Hier vielleicht? Oh ja. Naja, war doch fast perfekt hier. Zwei Leben verloren. Kann man nichts machen. So, dann sind wir jetzt hier fertig. Ja, nichts mehr weg hier. Der Captain, scheinbar warst du auf Black Reef mal ganz schön wichtig. Das heißt aber nur, dass dich die Leute umso härter auf den Kieker haben. Das ist richtig. Einer der vielen Gefahren von Black Reef hat dir das Chaos gemacht. Eternalist hat dich niedergeschossen. Ah. Abend. Ich soll am Abend den Tresor jetzt öffnen, ja. Okay. Wenn der Gegner verbunden ist, wird die Zeit bis zu seiner Heilung etwas verlangsamt, verbessert die Präzision gezielter Schüsse geringfügig. Das reinmachen. Hier machen wir das rein und das. Okay. Hier hat man ja, ach, haben wir auch noch was. Das Hacker Magic hat elektronisches Gerät etwas schneller. Das ist auch gut. Gut. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit Deathloop. Wenn ihr wollt, kann ich gerne noch einmal streamen das Spiel. Und ja, mein nächstes Spiel, was ich mir erjagen werde, wird am Dienstag sein, und zwar Kena für die PS5. Es wird ein Nightstream geben hier auf Twitch ab um 12 bis um 6 Uhr morgen, denke ich mal. Also 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne ein Follow da. Bei YouTube gerne ein Abo. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Haut rein. Ich bin euer Doomsday, aka Patrick, euer Game Hunter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.